Ja, moin zusammen. Kleines Infovideo heute mal wieder. Es geht grundsätzlich um das Thema Bohren und Bohrer, aber wie man im Hintergrund sieht, da ist also noch einiges mehr dann zustande gekommen. Es ist halt jetzt ein bisschen länger das Video, dafür vollgepackt mit Informationen. Ursprünglich wollte ich nur dieses Bohrerregal heute mal zeigen und so ein bisschen erklären, warum ich verschiedene Bohrergrößen brauche. Aber jetzt einfach nur zu sagen, tolles Bohrerregal, war mir dann auch zu doof. Deswegen habe ich das Video ein bisschen aufgewertet. Jetzt sehen wir hier die Holzbohrer, Flachsenker, Tabellenbuch, das fertige Stück später, Anreißnadel, was ist HSS, das Thema Gewindeschneiden und Baumarktsätze an Bohrern, verschiedene Bohrertypen etc. Das kommt alles ein bisschen vor im Video. Alles, was ihr hier seht oder was ich jetzt in Videos benutze, das verlinke ich auch immer. Das kann ich also grundsätzlich auch empfehlen. Ich verlinke das also jetzt nicht nur, um Klicks zu generieren. So, dann steigen wir jetzt mal ein bisschen ein und verschaffen uns mal einen groben Überblick über das Ganze, was hier so liegt. Der Vollständigkeit halber natürlich auch nochmal kurz der Unterschied zwischen Beton-, Holz- und Metallbohrern. Das sind ja so die klassischen Sätze, die man so kennt, aus dem Baumarkt zum Beispiel. Manche kennen halt tatsächlich den Unterschied nicht und deswegen bringe ich es einfach kurz mit rein. Wir sehen also hier den Holzbohrer, klassischerweise mit einer Spitze vorne und einer Planenfläche, beziehungsweise Planenschneiden, also ohne Kegel. Dann haben wir hier den Betonbohrer mit zwar einem leichten Kegel, aber hier außen diese beiden Flügel. Und beim Metallbohrer haben wir eben einfach nur den Kegel ohne Flügel und ohne kleine Spitze. Das Angebot an Bohrern ist natürlich riesengroß. Hier in der Mitte sehen wir die klassischen Sets, die man im Baumarkt so bekommt. Da sind dann immer irgendwie Metall-, Holz- und Betonbohrer in einer großen Kiste. Die sind nicht unbedingt immer schlecht. Ich sag mal, grundsätzlich die Qualität ist natürlich etwas minderer als jetzt bei professionellen Sachen, das ist sowieso klar. Aber für den Hausgebrauch kommt man mit diesen Baumarktsets eigentlich ganz gut klar. Die halten dann wahrscheinlich nicht so lange, aber sie sind nicht immer pauschal schlecht, das muss auch einfach mal gesagt werden. Dann haben wir natürlich hier die etwas professionelleren Sätze. Der hier dürfte bekannt sein, den gibt es auch in einer anderen Farbe und einem anderen Namen für 10 Euro teurer. Angeblich sollen die auch besser sein, ich glaube das nicht. Mit diesem hier bin ich sehr zufrieden. Das sind HSSG-Bohrer, also geschliffene. Da kommen wir dann gleich nochmal zu. Und dann haben wir natürlich im Metallbereich hier eine größere Kassette mit verschiedenen Durchmessern. Erstmal hier die Grundgrößen, die ganzen Zehner und dann halt eben nochmal die Zehntel. Und da gehen wir jetzt mal drauf ein, warum man die eigentlich braucht. Jetzt will ich einfach nur nochmal kurz hier zeigen. Wir haben ja hier beim Holzwerken unsere klassischen Holzdübel und da haben wir natürlich hier einfach feste Größen, 10, 8 und 6 mm, die können wir uns einfach dann hier rausnehmen. Das sind immer in 5/10 Schritten und da können wir dann eben unsere Bohrung mitsetzen. Die werden natürlich, so glaube ich, nach und nach immer mehr verdrängt von den Flachdübeln, die ja sehr im Trend sind, aber ich sehe auch kein Problem damit, die noch zu nutzen, weil die auch einfach sinnvoll sind. Und da hat man es halt eben mit den Bohrergrößen ein bisschen einfacher. Es sind immer voll gerundete Zahlen und da braucht man keine Zwischengrößen. Und anders ist es halt eben hier beim Stahl. Ja, und wofür steht denn HSS eigentlich? HSS ist erstmal grundsätzlich eine Legierung, eine spezielle. Und damit habe ich halt eben den Vorteil, ich habe eine sehr hohe Festigkeit und ich habe eine sehr hohe Anlasstemperatur. Das heißt, ich kann hiermit ordentlich Wärme ins Material bringen, ins Werkzeug, ohne dass der sofort seine Härte verliert. Ich kann den also auch am Schleifstein anschleifen, nachschärfen, ohne dass der sofort kaputt geht. Ausglüht, wie das heute so gerne bezeichnet wird, ist absoluter Quatsch. Den kann man selbst nachschärfen. Natürlich darf ich den nicht zum Glühen bringen, dann ist er natürlich durch. Aber in der Regel ist es ja beim Anschleifen so, dass ich den hier vorne an den Schneiden schärfe und nicht einfach draufprügel, bis er glüht. Das wäre ja sowieso Schwachsinn. Also bis 200, 300 Grad ist es überhaupt kein Problem. Danach wird es langsam kritisch. Aber das erreicht man, indem man eben langsam anschleift und zwischendurch kann man natürlich auch kühlen. Das geht natürlich auch. HSS ist die Abkürzung, habt ihr wahrscheinlich schon öfter gehört. Heute sagt man gerne High-Speed-Steel, hört man überall. Vor 25 Jahren, als ich gelernt habe, als Deutsch noch cool genug war, habe ich gelernt, das ist ein Hochleistungs-Schnellschnittstahl. Steht auch so im Tabellenbuch. High-Speed-Steel ist auch nicht verkehrt, aber so sind halt die Namensgebungen. Da gibt es ganz viele verschiedene Bezeichnungen. Hochleistungs-Schnellschnittstahl ist auf jeden Fall so das Offizielle. Nehmen wir mal an, wir wollen diese beiden Stahlbleche miteinander verbinden. Dann nehmen wir in der Regel eine Zylinderkopfschraube oder halt eben eine Sechskantschraube. Und da braucht man natürlich noch ein bisschen mehr. Da brauchen wir einerseits ein Gewinde und andererseits auch irgendwas, wo zum Beispiel die Zylinderkopfschraube dann ihren Sitz drin findet. Und dabei kann uns jetzt das Tabellenbuch helfen. Das ist jetzt in dem Fall Tabellenbuch Metall. Und hier haben wir für den Bereich Gewinde erstmal, darum geht es ja jetzt erstmal, hier einerseits die Gewindebezeichnung, also die Größen. Und dann haben wir natürlich noch weitere Angaben wie Steigung etc. pp. Das interessiert uns jetzt aber nicht, sondern uns interessiert hier hinten der Durchmesser vom Kernloch. Wenn wir jetzt hier eine M6-Schraube haben, beziehungsweise das hier ist die M6-Schraube, dann haben wir ein
Kernlochdurchmesser von 5 mm. Das könnte ich also mit meinem Baumarktsatz noch bohren. Die 5 mm sind ja in der Regel dabei. Wenn wir jetzt aber M5 bohren wollen, dann haben wir einen Kernlochdurchmesser von 4,2 mm. So, und da habe ich mit meinem Baumarktsatz dann schon Probleme. Deswegen steigert sich die Anzahl der Bohrer jetzt schon mal mindestens um 1. Und bei dem anderen Thema kommt dann gleich noch andere Größen dazu. Aber jetzt geht es erstmal um das Gewinde. Jetzt habe ich mit dem Höhenanreißer erstmal hier meine Maße angerissen. Ein Video zum Thema Höhenanreißer und Nonius richtig ablesen habe ich auch schon gemacht. Könnt ihr euch mal angucken. Dazu gibt es auch ein Video zu dem Thema Körnen. Das könnt ihr euch auch angucken. So, jetzt geht es aber dann endlich ans Bohren. Wir schneiden gleich ein M5-Gewinde und laut Tabellenbuch haben wir einen Kernlochdurchmesser von 4,2 mm. Der Bohrer ist jetzt hier schon eingespannt und jetzt wird erstmal das Kernloch gebohrt. Schneidöl wird natürlich verwendet und da gibt es halt auch verschiedene. Das ist jetzt eins zum Sprühen aus der Dose direkt und das hier kommt aus einem Kanister. Das ist also richtige Emulsion, auch als Konzentration zu kriegen, aber das ist jetzt heute nicht so das Thema. Wir machen jetzt hier einfach erstmal die Bohrung. Schneidöl ist grundsätzlich zu empfehlen. Man kann bei kleineren Teilen auch mal drauf verzichten. Da spricht so ein bisschen die Theorie gegen die Praxis im Handwerk. Also man muss das nicht zu eng sehen, aber grundsätzlich sollte man es verwenden. Jetzt nehmen wir uns den M5-Gewindeschneider und eben das Windeisen dazu. So, den Gewindeschneider ansetzen, einmal kurz andrehen und dann ausrichten, so dass wir schön im 90-Grad-Winkel sind. Das kann man gegebenenfalls auch nochmal mit dem Haarwinkel zum Beispiel prüfen, aber irgendwann oder in der Regel macht man das dann irgendwann nach Gefühl. Und hier natürlich dann auch wieder Schneidöl. Das geben wir dann jetzt noch ein bisschen da an. Beim Gewindeschneiden auf jeden Fall, ist immer zu empfehlen. Und dann kann ich jetzt ein Stück weiter reindrehen und dann auch immer noch mal ein bisschen auf die Winkligkeit achten. Das sieht jetzt soweit ganz gut aus. In die andere Richtung natürlich auch. Und dann schneide ich das Gewinde ein. Und dann ist es wichtig, immer zwischendurch mal einmal wieder zurückdrehen, um den Span zu brechen. Das merkt man dann auch, wenn der Widerstand größer wird. Irgendwann geht es dann kaum noch weiter. Dann drehe ich noch mal einmal zurück. Und dann knackt es so ein bisschen und dann ist der Span gebrochen. Und dann kann ich wieder weiterschneiden. So, das Gewinde ganz durchschneiden. Dann wieder zurückkurbeln. Wenn man das so macht, ein bisschen aufpassen, dass man es nicht zu arg verkantet. Und jetzt haben wir unser Gewinde geschnitten. So, jetzt hatten wir ja gesagt, dass wir diese beiden Teile verbinden wollen. Das heißt, wir haben hier unser Gewinde und jetzt brauchen wir hier oben natürlich noch ein Durchgangsloch. Und da gehen wir im Tabellenbuch mal auf die nächste Seite und da haben wir jetzt genau das, was wir da brauchen. Weil da kommt es nämlich jetzt auch wieder auf die Durchmesser an. So, hier sieht man jetzt eine Flachsenkung. Das ist aber jetzt nicht das Thema. Es geht jetzt um das Durchgangsloch, was wir brauchen. Das ist natürlich auch genormt. Und wir haben hier bei unserer M5-Schraube ein Durchgangsloch von 5,5 mm. Das heißt, wir brauchen jetzt hier schon wieder einen Zwischenschrittbohrer. Anders ist es natürlich beim 6 mm Bohrer. Da hätten wir ein Durchgangsloch von 6,6. So, und da würden wir jetzt mit unserem Standardsatz aus dem Baumarkt schon wieder nicht mehr weiterkommen. Genauso bei zum Beispiel M12 haben wir ein 13,5er Loch oder 17,5. Da muss man dann halt eben immer gucken. Dann gibt es hier noch diese verschiedenen Reihen. Das sind einerseits verschiedene Anwendungen mit oder ohne Unterlegmaterial, Federringe etc. Und natürlich sind es auch verschiedene Toleranzklassen noch. Bei uns geht es jetzt hier einfach nur um die Reihe 1. Das ist der Standard. Ich nenne es jetzt einfach mal Standard für die Schrauben mit diesen ISO-Normen. So, und das ist also bei uns jetzt in dem Fall 5,5 mm. Und jetzt gucken wir uns nochmal, bevor wir bohren, den Unterschied an zwischen rollgewalzten Bohrern und geschliffenen Bohrern. Ich versuche es mal so verständlich wie möglich zu erklären. Wir haben jetzt hier einen rollgewalzten Bohrer, also HSSR, und hier einen geschliffenen Bohrer, also HSSG. So, grundsätzlich kann man sagen, die rollgewalzten Bohrer sind ja geeignet für etwas robustere Arbeiten. Wenn man einfach nur mit dem Akkuschrauber mal eben schnell irgendwo durchhämmern will, sind die gut, weil die sind ein bisschen zäher und elastischer. Die brechen also nicht so schnell ab. Die können ein bisschen was ab, allerdings haben die dafür den Nachteil, die sind eben nicht so genau, der Rundlauf ist nicht so genau, weil die halt eben wirklich gewalzt sind. Also diese Spirale, die wird da rein gewalzt
Und da ist eben auch genau der Unterschied zwischen dem geschliffenen Bohrer oder zu dem geschliffenen Bohrer. Hier haben wir eben den Rohling und da wird die Spirale reingefräst. Und erkennen kann man das im Grunde ja bei den meisten zumindest ganz einfach daran, dass wir zum Beispiel hier beim Rollgewalzten, da haben wir so ein bisschen abgerundete Kanten. Das sieht also nicht wirklich aus wie gefräst. Und hier haben wir eine ganz deutliche scharfe Kante mit auch Riefen drin und so weiter. Also hier sieht man, da ist ein spanendes Werkzeug dran gewesen. Und hier halt eben einfach nur eine Walze, die die Formgebung vollbracht hat. So, und das ist jetzt eben der Unterschied. Wenn ich an der Ständerbohrmaschine arbeite, beziehungsweise wenn ich wirklich genau bohren will oder arbeiten will, dann nutze ich in der Regel den HSSG-Bohrer. Der ist nicht ganz so stabil, aber er bricht jetzt auch nicht sofort ab. Das ist also jetzt auch nicht der Fall. Aber damit habe ich eine deutlich bessere Rundlaufgenauigkeit. Und der ist eher so fürs grobe Arbeiten, für auf die Baustelle, sage ich mal, gedacht. Den kann man also in Akkuschrauber spannen und damit einfach loslegen. Hier, der ist ein bisschen sensibler, der HSSG, aber deutlich genauer. So, jetzt habe ich euch diese beiden gerade gezeigt, also einmal 10 mm und einmal 10,2. Da sieht man jetzt auch wieder die nächste Größe, die wir brauchen. Und zwar ist 10,2 der Kernlochdurchmesser für ein M12-Gewinde. Also wieder einer mehr, der ein bisschen aus der Reihe tanzt, den wir aber brauchen. So, jetzt geht es an unsere Durchgangsbohrung. Wie gesagt, 5,5 mm wäre es nach Norm der Reihe 1. Das bohren wir jetzt und es sei natürlich noch hinzugesagt, es gibt natürlich neben HSSR und HSSG noch weitere Varianten. Da geht es aber dann eher schon in die Richtung festere Stähle, Edelstähle, alles was ein bisschen höhere Festigkeit hat. Im normalen Baustahlbereich oder Nicht-Eisenmetalle, Aluminium, Kupfer etc. kommt man mit HSSG bzw. auch HSSR gut klar. Das nur der Vollständigkeit halber. Erst leicht zentrieren, dann nehmen wir jetzt hier mal diese Bohremulsion, auch recht dickflüssig, aber kann man auch mit Wasser verdünnen, sollte man natürlich vermeiden. Und jetzt machen wir hier die Durchgangsbohrung. Zwischendurch immer mal wieder absetzen, damit der Span bricht, sonst haben wir einen ganz langen Fließspan. So, jetzt hat es beim Durchbohren ein bisschen gerattert, das habt ihr gehört. Das liegt daran, dass ich hier mit einer absoluten Gurke arbeite. Also ihr kennt die Bohrmaschine mittlerweile. Die ist 25 Jahre alt, ist aus dem Baumarkt und einfach nur durch. Die hat wirklich schon sehr viele gute Dienste geleistet, aber hiermit kann man natürlich noch so viel HSSG-Bohrer nutzen. Da kriegt man keine vernünftige Bohrung mehr mit hin. Das sollte klar sein. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben. So, die Bohrung ist gesetzt, die müssen wir natürlich noch entgraten. Kann man natürlich jetzt auch wieder an der Ständerbohrmaschine machen, aber es gibt auch diese sogenannten Handentgrater, die sind dafür auch geeignet. Bei Baustahl ist das allemal möglich, einfach ansetzen, 2-3 Umdrehungen, ganz locker. Und dann hat man das hier oben auch schön sauber entgratet. Das geht manchmal einfach schneller, als wenn man das jetzt erst wieder in die Maschine spannt und Kegelsenker einspannt. So, ist also absolut ausreichend. So, da ist das Gewinde, hier ist unsere obere Platte mit dem Durchgangsloch und jetzt können wir diese Verschraubung hier schon montieren. Die Schraube ist natürlich jetzt etwas zu lang, dauert jetzt eine halbe Ewigkeit. So, hier kommt natürlich noch eine Unterlegscheibe darunter und dann wäre diese Verbindung fertig. Und jetzt haben wir hier noch einen Körnerpunkt und da kommt eine Zylinderkopfschraube zum Einsatz und dafür haben wir jetzt hier unsere Flachsenker. Also nehmen wir wieder unser Tabellenbuch und in dem Fall sind wir hier genau richtig. Wir sehen also jetzt hier unsere Flachsenkung, die wir erreichen wollen. Die machen wir mit einem Flachsenker. Und der Flachsenker hat jetzt grundsätzlich erstmal hier vorne einen Dorn. Und der hat halt eben hier die Hauptschneiden, die dann eben den Durchmesser vom Schraubenkopf herstellen. So, und da ist es jetzt auch wieder wichtig. Jetzt wollen wir ja eine M6-Schraube versenken. Das heißt, wir gehen hier oben auf unsere Schraubengröße und da haben wir bei der 6 ein Durchgangsloch von 6,6 mm. So, und wenn wir uns den Flachsenker jetzt mal genau angucken, dann haben wir hier vorne den Dorn und den messen wir jetzt mal. Das sind in dem Fall genau 6,6 mm und das entspricht eben auch dieser Norm. Das heißt, diese Flachsenker sind auch nach Norm gefertigt. Wir gehen also in die Reihe 6. Ein paar Schritte nach rechts und haben dann hier die 6,6 und da ist unser passender Bohrer.
So, hier jetzt ein schönes Beispiel für Fließspäne. Der Bohrer könnte mal geschärft werden. Das macht man im Idealfall nicht so mit den Fingern, sondern mit dem entsprechenden Pinsel. Weil die Fließspäne können schon mal sehr scharf sein und dann schneidet man sich mal eben ruckzuck hier oben die halbe Fingerkuppe auf. So, jetzt bohren wir hier das andere Teil auch noch. Wir machen jetzt hier kein Gewinde rein, sondern in dem Fall auch einfach ein Durchgangsloch, damit es jetzt etwas schneller geht. Das Schneidöl übrigens nicht nur einmal angeben, wie ich das jetzt hier fürs Video mache, sondern zwischendurch immer mal wieder, weil es geht ja um eine durchgehende Kühlung, nicht nur um die Schmierung. So, das Entgraten ist wieder schnell mit dem Handentgrater erledigt. So, diese Schraube hat ja jetzt den Zylinderkopf und der hat natürlich eine bestimmte Höhe. Es gibt auch noch Schrauben mit einem tieferen Kopf, die können dann etwas weniger Kraft aufnehmen, aber die werden halt manchmal auch benötigt und das ist jetzt eben der Standard. Wir müssen jetzt also wissen, wie tief muss unsere Flachsenkung sein. Das ist in dem Fall hier mit dem kleinen T aufgezeichnet und jetzt haben wir hier bei unserer M6-Schraube eine Tiefe von 6,4 mm. Es gibt dann eben für diese Flachkopfschrauben auch noch andere Senkungen und wenn man natürlich noch Unterlegscheiben und so weiter drunter macht, hat man auch noch andere Maße. Aber das hier ist jetzt unser Maß, was wir brauchen. So, der Flachsenker ist eingespannt und jetzt können wir genau sehen, der Dorn bzw. der Zapfen vorne passt genau in unsere Vorbohrung, also 6,6 mm. Und jetzt nehmen wir das hier natürlich als Nullpunkt. Hier stelle ich jetzt also meine Bohrmaschine ein und bohre dann eben oder schneide dann eben 6,4 mm in die Tiefe und dann habe ich eine normgerechte Flachsenkung. Zu erwähnen ist noch, es gibt natürlich hier für spezielle Geschwindigkeiten, wie auch für Bohrer und auch für Kegelsenker. Mit der Maschine hier kann ich leider erst bei 500 Umdrehungen pro Minute loslegen, das ist deutlich zu viel, aber ich kann jetzt einfach nicht anders machen, nur es sei gesagt, es gibt natürlich auch nach Norm Geschwindigkeiten für jedes spezielle Werkzeug. In dem Fall kann ich nicht kleiner als 500, also starten wir jetzt damit. Man sieht jetzt auch deutlich, wie der hin und her wackelt, also die Spindel ist halt nicht mehr genau. Das heißt, das wird jetzt gleich auch schlagen und ein bisschen rattern, aber es geht halt jetzt eben nicht anders. So, und wenn man dann eben hier oben eine halbwegs vernünftige Skala hat, was dann auch noch funktioniert, dann kann man sich das schön einstellen. In meinem Fall macht das wenig Sinn. Ich habe das jetzt mal einfach nach Gefühl gemacht und gucken wir mal, ob das passt. So, und bei YouTube passt das natürlich immer alles direkt beim ersten Mal. Nein, hat es in dem Fall nicht. Ich musste noch bei 1 mm tiefer. Jetzt passt also dieser Kopf da rein. Und was wir jetzt aber noch machen müssen, ist hier oben entgraten. Und da komme ich jetzt mit meinem Handentgrater nicht mehr weiter, weil der genau den gleichen Durchmesser hat. Und das machen wir jetzt dann mal an der Maschine mit einem großen Kegelsenker. Hierbei sei jetzt auch wieder gesagt, Geschwindigkeit deutlich zu hoch für den Kegelsenker, aber ich kann halt eben nicht geringer. Ich muss jetzt so arbeiten. So, jetzt haben wir hier eine ganz leichte Faser angebracht. Etwas mehr als entgraten, aber ist dann auch optisch in der Regel etwas schöner. Natürlich ist klar, dass das hier Blödsinn ist, was ich gemacht habe. Das Material ist natürlich viel zu dünn, um da jetzt mit einer Flachsenkung sinnvoll zu arbeiten. Hier unten steht jetzt kaum noch was, aber es geht ja nur darum, das zu zeigen. Jetzt haben wir hier also eine schöne, normgerechte Flachsenkung angefertigt und können die Teile jetzt verbinden. So, erstmal unsere erste Verschraubung mit der M5 Sechskantschraube. Und dann die zweite mit der Zylinderkopfschraube. Hier unten legen wir natürlich noch eine Unterlegscheibe drauf. Oben wäre das natürlich auch möglich oder ein Federring. Da habe ich ja erwähnt, gibt es im Tabellenbuch dann verschiedene Maße dann nochmal, die man einhalten muss. Und so wäre das dann die fertige Verbindung. Erinnert mich ein bisschen an die Lehrzeit.
Also wie gesagt, es sollte jetzt klar sein, warum der Metaller so viele Bohrer braucht gegenüber dem Holzwerker, der in der Regel, sage ich mal, ohne das jetzt abwertend zu meinen, mit einer geringeren Anzahl an Bohrern auskommt. Hier haben wir halt eben viele Spezialgrößen und eigentlich wollte ich euch, wie gesagt, hier dieses Regal einfach auch nur zeigen, weil es einfach wirklich sinnvoll ist. Vorher hatte ich tatsächlich die Bohrer alle nur in so einer kleinen Schüssel und dann, wenn du dann mal einen 6,4 mm Bohrer suchst, dann suchst du eine halbe Stunde und ich habe wirklich dieses Ding hier gefunden und es gibt auch sonst kaum was Vernünftiges und das ist eben sehr schön. Man kann hier diese Teile, ich zeige es jetzt nicht, weil mir die sonst alle rausfliegen. Die sind alle mit kleinen Schwalbenschwänzen verbunden und die könnte ich jetzt auch alle nebeneinander anordnen und kann das hinstellen oder auch an die Wand machen. Da gibt es noch einen Halter dafür. Das wollte ich euch eigentlich zeigen, aber einfach jetzt nur hier ein Produkt präsentieren, war mir dann doch zu doof. Deswegen habt ihr ein bisschen mehr Info gekriegt, als eigentlich geplant war. So, ich gehe davon aus, hier konnte der ein oder andere ein bisschen was mitnehmen bei dem Video. Die ganzen Produkte, die ich hier verwendet habe, habe ich auch unten verlinkt. Und das ist auch Zeug, was ich selbst nutze und auch empfehlen kann. Ich verlinke also jetzt dann nicht irgendwelchen Schrott, nur um Klicks zu generieren. In den nächsten Videos geht es dann auch mal wieder mit Holzprojekten weiter. Ich mache ja Metall und Holz. Im Moment ist es halt ein bisschen metalllastig, aber es kommen auch wieder andere Zeiten. Und in diesem Sinne sage ich mal, bis demnächst und ciao.